Damit wären wir herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu unserem Finale. Heute haben wir das große Finale von 7 Days to Die. Und natürlich müssen wir, auch wenn wir Finale heute haben, unsere Tages-To-Do's schaffen. Ne? Heißt wieder zwei Aufgaben, Loot Drop einsehen und dann geht's weiter. Jetzt gucken wir erstmal, welche Aufgaben wir denn hier überhaupt wieder haben. So, was haben wir denn hier? Schönes, wieder nur was in der Nacht. Vergrabene Vorräte, Befallene beseitigen. Na, dann gehen wir doch mal Befallene beseitigen, würde ich sagen. Das Ganze befindet sich da hinten. Und da werden wir jetzt erstmal hinlaufen. Und machen unsere erste To-Do. Unser erster Tages-To-Do wird jetzt gleich hier erledigt. Und ja, da schauen wir mal, was uns da hinten erwartet. Gut, jetzt sind wir hier angekommen. Und haben auch schon mal einmal durchgelootet. Leider haben wir vergessen, völlig unser Inventar aufzuräumen. Ja, passiert. Müssen wir halt erstmal mit leben. Einmal geklärt haben wir schon und jetzt würden wir mal einfach mal die Mission starten. Ich bin heute auch gespannt ein bisschen, wohin uns das Ganze noch führt heute. Gerade mit dem... Oh Gott, wo kommt ihr denn alle her? Gerade mit... bist du denn so schnell unterwegs? Was ist mit ihm los? Da oben. Wow. 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 Das kann ich so gut. Warte. Kurz. Okay. Jetzt haben wir's. Alter, Alter. Das war jetzt aber auch gerade ein bisschen... Ja. Und? Ja. Genau. Heute haben wir ja auch unseren... Blutmund. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ne? Muss man... Also, wirklich... Aber ich bin ich mal gespannt, wie sehr funktioniert, oh Gott, das Ganze und wie gut ist unsere Base, die wir gebaut haben. Jetzt habe ich das Falsche getrunken in der Hektik. Ich wollte gar nicht das trinken. Ich wollte was. Wo ist denn mit den mehr Erfahrungspunkten und so? War das hier? Nein. Warte mal, wir haben hier noch, genau, wir haben ja auch gerade noch noch einiges gefunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. So, jetzt kurz Konzentration. Jetzt clearen wir hier einmal kurz den Bereich. Soweit wie wir können. Ach, guck mal, da ist er. Ja, dann kommen Sie doch mal raus, junger Mann. Bitte kommen Sie. So, okay. Der ist jetzt auch Geschichte. Genau, wir haben nämlich viel zu viel Stuff dabei und viel zu wenig Platz. Ist wieder typisch. So, ich würde mal sagen, die Fackel brauchen wir nicht. So, jetzt müssen wir uns eine neue Fackel craften. So, haben wir sonst noch hier noch irgendwelche Überraschungen, die uns hier irgendwie um die Ecke kommen? Ich hoffe nicht. Das können wir hier zerlegen, das ist sehr gut. Okay, 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 okay. Jetzt haben wir erstmal hier die soweit bereinigt. Aber wer ist er denn hier? Geh weg. Okay, haben wir. Oh Gott. So, okay, ich kann wieder nicht alles mitnehmen. Das ist das, was mich am meisten ärgert. Ach du Scheiße, wer seid ihr denn? Bleib doch liegen! Oh, ich krieg schon wieder auf die Fresse. Okay, 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 okay. Gut, hier haben wir auch durch, meine Güte. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir... einen Baseballschläger. Wait. Den möchte ich natürlich mitnehmen. Der ist, also das auf jeden Fall. Was ist das hier eigentlich? Angepasste Fittings-Mod. Okay. Oh, hier liegt noch was. Warte, hier haben wir auch noch was. Benutzen. Von irgendwo kam hier gerade was. Was? Wo? 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 Ah, da. Okay. Das Problem ist, ich muss mal ganz kurz hier. Wait a second. Wir gehen mal ganz kurz hier außen rum. Ach, da drin ist auch noch einer. Na, wir hüpfen mal ganz kurz hier hin. Öffnen ihn hier die Tür. Und sagen, hello, my friend. Hello, hello. Warum gehst du jetzt wieder zurück? Warum? Also, warum tut er das?
Ja, können wir aber in Ruhe das Auto looten? Nicht, finde ich in Ordnung. Können wir machen. So, jetzt auch nochmal Wasser. Nee, das können wir eigentlich zerlegen. Okay. Kann ich dich hier so? Ja, kann ich. Okay. Okay. Was ist denn dein Problem? Er ist hingefallen. Heidelbeeren, da könnten wir uns eigentlich was richtig Leckeres zu essen machen mit. Und eine Taschenlampe? What? Okay, die Taschenlampe müssen wir mitnehmen. Die müssen wir mitnehmen. Jetzt ist die Frage, was verwenden wir jetzt? Ich weiß es nicht. Nehmen Schmerzmittel? Okay, oder auch nicht. Gut. Schmerzmittel genommen, aber nichts dafür. Ja, dann nehme ich das Schießpulver raus. Aber ich glaube, mit dem Schießpulver kann ich eh nicht so viel anfangen. Rost haben wir schon. Nee, das muss ich alles hier lassen. Was haben wir hier noch Schönes? Nochmal was zum Lesen. Sehr gut. Okay, der Rest ist zu trinken. Das ist natürlich nicht schlecht. Den Rest können wir eigentlich fast hier lassen. Weil wir haben halt einfach keinen Platz. Platz ist das, was wir... Also, das fehlt uns. Was ist hier los? Das habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Lol. Okay. So, dann haben wir hier oben, glaube ich, noch eine kleine Munitionskiste gehabt. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Können wir noch ein bisschen Schrotflintenmunition mitnehmen. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal für den heutigen hier. Also hier für die Mission. Aua. Aber hier waren wir. Gut, das können wir auch noch mitnehmen. Dann gehen wir mal wieder zurück, holen uns unsere zweite Mission ab und sehen uns dann gleich bei der zweiten Mission, würde ich sagen. Bis gleich. So, okay, also wir waren jetzt gerade beim Händler und haben uns unsere zweite Mission auch geholt für den heutigen Tag. Und ja, wir müssen halt. Also die zweite Mission liegt anscheinend im Ödland. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das so gut ist. Also ich gebe mal mein Bestes und wir gucken mal, wie wir hier durchkommen. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt hier auf dem Weg hierher auf eine Mine trete. Aber wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Na, ist ja Wunderbärchen. Wo kommst denn du jetzt her? Und wo denn? Du bist noch gar nicht tot. So, wie sieht's mit dir aus? Wo bist du? So, kriege ich dich abgeschossen? Wahrscheinlich nicht. Okay, unser Loot Drop kommt. Worum er ist? Ach nee, hier ist auch ein Hundi. Nee, ist klar. Aua. Das tat weh. Wir müssen mal ganz kurz zurück. Um uns einmal kurz wahrscheinlich zu heilen. Okay. Also da langlaufen... Schlechte Idee. Wir müssen mal gucken, dass wir wieder Richtung Straße kommen. Jetzt hat der hier Bock auf uns, oder was? Dieses kleine fliegende Mistviech, ey. Bleibst du fliegen? Okay, also ich würde gerne zur Straße, aber auf der Straße ist ein Bär. Das könnte problematisch werden. Das könnte problematisch werden. Wir trinken mal das da. Und versuchen jetzt den Bären,
ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist der Bär hin? Fuck, jetzt. Okay, wir versuchen ihn jetzt zu umlaufen. Indem wir jetzt hier lang rennen, Richtung Straße. Es fängt an zu regnen. Weil auf der Straße fühle ich mich, ich sag jetzt mal, minimal sicherer als nicht auf der Straße. So, kleines Mistviech, ey. Diese Viecher aber auch wirklich. Ja, du bist mir jetzt egal. Und da kommt der nächste kleine geflogen. Das ist die Frage, hat er Bock auf mich? Ich hoffe nicht. Wir laufen einfach mal weiter die Straße entlang und gucken mal. Also ich hoffe auch, dass die Mission auch in der Nähe von der Straße ist und nicht irgendwie querfährt ein. Das wäre ein Problem für uns. Also für mich. Okay. Soweit, so gut. Erstmal. Vorläufig. Okay, Big Mama. Ist die große Frage, ob wir Big Mama vielleicht machen sollten. Wir können sie auch ignorieren. Wir können einfach an ihr vorbeilaufen. Ist ja alles kein Problem. Alles gar kein Problem. Habe ich mir gerade eine Zeitung genommen? Nein. So, ich hoffe mal, dass wir bald nach links abbiegen. Damit wir... Ein Hazard-Typ. Alter, der hat einen Hazard-Anzug an. Okay, also wir müssen auf jeden Fall nach links. So, ich hoffe, wie gesagt, die Straße macht noch eine Abbiegung nach links. Damit wir da auch hinkommen. Ich hätte vielleicht nicht diese Mission wählen sollen. Aber, ja. Und ja, sage ich dazu nur. So, da ist noch eine Big Mama. Aber die Straße macht auf jeden Fall eine Kurve. Schon mal gut zu wissen. Wo ist denn eigentlich der andere? Oh, der ist da hinten. Leco Mio. Okay, das ist, auf Wiedersehen heißt es. Auf Wiedersehen heißt das Zauberwort. So, okay, Step by Step kommen wir unserem Ziel immer näher. Wie gesagt, die Straße führt uns ja anscheinend dann doch dahin. Was natürlich ganz gut ist. So, also jetzt sind wir wirklich auf dem straighten Way. Der ist weiter weg, okay. Ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Mal gucken, was uns gleich da noch alles so begegnet. Okay, so wie es aussieht, sind wir in der Nähe von einem Militärgelände. Also, könnte jetzt sein, ne, weil hier steht Checkpoint. Das sieht aus wie Militärzelte. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so toll finde. Aber gut. Wir schauen mal. Da ist schon wieder so ein Säurespucker. Ich glaube, den ignorieren wir auch erstmal. Soweit wie ich kann. Also ich hoffe, dass er jetzt nicht irgendwie auf uns schießt oder so. Alter, wie tief muss ich denn in das Ödland rein? Und da ist der nächste Endgegner, wieder ein Bär. Ja, ich freue mich. Wie zum Teufel soll ich denn jetzt an diesem Bären wieder vorbeikommen? Okay. Der Bär ist abgelenkt. Laufen wir einmal außen rum. Ich habe nicht mehr so viel Samina, das ist nicht gut. Okay, der Rückweg wird ja dann auch nochmal interessant. Ach du Heilige, ey, wirklich. Das könnten unsere letzten, also ist ja heute auch unsere letzte Folge, ne, wissen wir ja, haben wir ja gesagt. Aber die Folge kann schneller vorbei sein, als dass uns es lieb ist.
Ich hoffe natürlich nicht, aber mal gucken. Alter, what the fuck, wo muss ich denn hin? Okay, also da wird auch ein Vorlooten wird nicht da sein. Also ich werde hier direkt mit der Mission starten. Bring die Vorräte zurück. Ich muss jetzt nur die Vorräte finden. Mal gucken, ob das hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Und ob wir das alles so hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. Ja, nee, ist klar. Ja. Oh, best moments. Weiß ich jetzt nicht, ob ich hier wirklich hin möchte, aber gut. Sonst bleibt halt nichts anderes übrig. Ist ja halt unsere Mission. Okay. Oh Gott. Ja, jetzt haben wir hier Big Mama. Wo ist sie hin? Okay, wir müssen mal ganz kurz gucken. Die Vorräte sind auf jeden Fall weiter oben. Big Mama ist Geschichte. Jetzt gucken wir mal. Oh. Ist doch gar nicht gruselig in diesem Haus hier. Ja, genau, jetzt ist er hier, genau. Genau. Jetzt habe ich ihn am Arsch. Aua. Wir müssen mal ganz kurz hier weg. Ganz kurz. Oh Gott, der ist ja flink as fuck, ey. Wir müssen mal ganz kurz uns heilen. Und dann versuchen wir jetzt mal mit Fernkampf, glaube ich, zu agieren. Verpiss dich! Verpiss dich, hab ich gesagt! Tja, es sollte nicht so sein, lieber Chat. Oder, liebe Community. Wir haben zwar bis zum 7. Tag durchgehalten, haben aber den Blutmond nicht erreicht. Wir sind kläglich gescheitert bei der 2. Mission. Ja, gut. Die Challenge ist damit quasi fehlgeschlagen. Leider. Und ich hoffe dennoch, ihr hattet bei diesem kleinen Projekt ein bisschen Spaß, dass wir quasi sowas mal gemacht haben. Zusätzlich werden wir uns jetzt nochmal ganz kurz nochmal einen kleinen Vorgeschmack, einen kleinen Trailer anschauen, weil vor kurzem kam raus, dass natürlich 7 Days to Die den Early Access verpassen wird, beziehungsweise nicht verpassen, sondern beenden wird und in die Full Version geht. Und dazu gab es auch einen neuen Trailer, den gucken wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an, lieber. Ne? Schauen wir mal rein. So, hier haben wir unseren kleinen Trailer, da gucken wir uns jetzt mal das Ganze gemeinsam an. Mal gucken, was wir da alles so sehen. Das sieht schon mal geil aus, auf jeden Fall. Emergency Broadcast Systems. Okay. Also optisch macht das Spiel natürlich eine Menge her, muss ich sagen. Dafür, dass es aber auch schon irgendwie 10 oder 11 Jahre im Early Access steckt. Aber, oh, warte mal. Es gibt andere Baumechanismen? Oh Gott, wieder so eine Viecher, ey.
Howdy, Survivor. Howdy, Survivor. Okay, Alter, du kannst ja mal eine richtig krasse Festung bauen. Zu Weißer Horde. Ja, moin. I get so scared on Blood Moons. I wish someone could stay the night. Ja, on Blood Moons, wir haben leider nie einen gesehen. Aber das war Seven Days to Die, der Trailer zu Full-Version. Ganz geil sieht es aus. Als ob sie auch ein bisschen was an der Optik noch gemacht haben. Also sprich, irgendwie an der Grafik ein bisschen noch hochskaliert haben. Geil, freut mich. Wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht machen wir nochmal so ein ähnliches Projekt oder allgemein nochmal für den Stream. Gemeinsam mit euch zusammen, liebe Community. Vielleicht auch mit dem Full-Release. Das können wir uns ja dann überlegen, wenn die Version rauskommt. Soll ja im Juni erscheinen, diesen Jahres. Und wir gucken mal. Wir lassen uns da mal entspannt drauf ein. Ansonsten danke ich natürlich wieder fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten kleinen Projekt wieder. Bis dahin sage ich erstmal, eingehauen.